Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, welchen Stern wir jetzt als nächstes holen. Ach, ich würde sagen, wir machen hier ruhig in der Schneewelt weiter. Dass wir dann fast schon mal abgeschlossen haben. Oh, baue ein Schneemann. Boah, muss das sein? Naja, gut. Wir kommen ja nicht drum rum, wenn wir alle 120 Sterne sammeln wollen, ne? Oh Mann, ich fühle mich so kopflos. Kennst du jemanden, der nach einem Körper sucht? Unten? Okay, dann los. So, jetzt muss ich versuchen, vor diesem scheiß Ball unten zu sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Oh, mal gucken. Ja, komm, 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 komm. Ja, es hat geklappt. Ja, lecco mio. Boah, welch komfortables Unterteil. Ich bin ja so glücklich. Hier, nimm den Stern. Ich hoffe, er bringt dir Glück. Glück bringt er mir nicht, aber es ist meine Aufgabe, die Scheißdinger zu sammeln. Also nehmen wir den natürlich mit. 29 Sterne haben wir jetzt schon. Jut, jut, jut. So. Ich glaube, der letzte Stern, das war hier das mit der... diesem komischen Wandsprung. Genau. Ah, schön. Tja. Jetzt muss man überlegen, wie ich das am besten mache. Hüpfen hier einfach mal runter. Tja, ich könnte jetzt versuchen, diesen Trick anzuwenden, den ich mal bei German Mafia gesehen habe. Aber nee, das lasse ich lieber. So viel Skill habe ich ja nun doch nicht. Dann nehme ich lieber den komfortablen Weg. Und schmeiß mich erstmal volle Fresse in den Schnee. So. Jetzt will ich bloß hoffen, dass das alles so mit dem Springen und so weiter klappt. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Ja, das ist schön. Ich brauche die auch. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Boah. Juhu. Halt. Genau da rein. So, wollen wir mal gucken, ob ich Seeweiß gesprungen habe. So wie ich mein Glück kenne, garantiert nicht. Oh, doch. Wow! Jawohl, komm du her. Okay, den können wir so lassen. Ja, man sollte vielleicht mal den Weitsprung richtig ansetzen, dann wäre ich schon zufrieden. Dankeschön. Okay, so nicht. Machen wir es nochmal. Es ist ja... sehen wir ja nicht so eng. Ja, super. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Was soll der Scheiß hier? Das darf doch nicht wahr sein. Willst du mich hier verarschen? Spaß jetzt hier bloß zu, dass du da hochkommst. Also.
Schön da oben. Damit schleichen wir uns hier einfach lang. Bleib da oben, habe ich gesagt. Ich hasse den Controller. So. Gott sei Dank. So, damit wäre Welt 4 abgeschlossen. Oh, Gott sei Dank. Ja, das... das hat jetzt keiner gesehen. Gott, ich hab's ja so drauf. Wie gesagt, das hat keiner gesehen, das, nun, ist nicht da. So, bei der anderen Welt, Moment, müssen wir eben gucken. Da hatte ich jetzt die ersten drei Sterne. Da fehlt mir noch der 100 Münzenstern. Und dann noch die drei anderen. Ja gut. Das werden wir dann mal so nebenbei machen. Wir könnten sogar jetzt schon zum nächsten Bowser hin, aber... Nö, damit warten wir noch ein bisschen. Ich könnte jetzt eigentlich erstmal die Scheißaufgabe machen hier mit dem bekloppten Hasen. Ja, das wird sowas von lustig. Da freue ich mich jetzt schon auf. Boah! Los, geh die Scheißkamera hier! Hallo? Was soll das Scheiß hier? Ja, natürlich. Hau bloß ab, du Scheißvieh. Gleich schmeiß ich meinen Controller in die Ecke. Dann gibt's hier richtige Rages. Dreh die Scheißkamera, habe ich gesagt. Nee, den Hasen lassen wir. Bevor ich hier der richtige Ausraster kriege. So, jetzt holen wir uns erstmal hier diesen geheimen Stern. Dreht den Spasti an. Wunderbar, ja, laber nicht, gib mir den Stern. Dankeschön. Ja, mal gucken, vielleicht werde ich die Folge sogar Let's Rage nennen oder Race. Ach, was weiß ich. So, jetzt gehen wir in die Scheißwelt erstmal rein. Klettere auf Nessies Rücken. Oh, das ist eins der Level, wo ich sage, was haben die hier sich bei gedacht? Das kann man eigentlich nicht auf die Menschheit loslassen. So. Oh, wie habe ich das nur gewusst? Los, kann man drehen! Ich habe irgendwie die Vermutung, dass ich gleich tot bin. Oh ne, ich konnte mich retten. Das ist gut. Oh, der Stern wird dann später auch noch lustig. So, jetzt holen wir uns erstmal das komische Vieh hier. Da oben ist schon das Objekt der Begierde, was wir brauchen. So, Nessie, du kriegst jetzt mal eins aufs Maul, beziehungsweise auf den Rücken. Ah, drehen, jawohl, dankeschön, wunderbar. Super! So, dann hätten
hätten wir das auch schon mal erledigt. Jetzt muss ich erstmal gucken, was jetzt die nächste Aufgabe ist. Oh Gott, finde die 8 roten Münzen. Ich glaube, den 100 Münzstern in dieser Welt, den werde ich dann extra holen. Die 8 roten Münzen waren, glaube ich, in diese Richtung. Genau. So. Gehen wir als erstes hier auf diese scheiß Plattform drauf. Da hätten wir Nummer 1. So, los sind. Wow, 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 wow. Genau das liebe ich so an meinem Controller. So, einmal Nummer 3. Nummer 4. So, und die restlichen 4, die sind dann auf einer Etage, upsala, eine Etage höher. So. Obwohl, warte mal, das müsste doch eigentlich auch so gehen. Okay. Ich hab's ja fast geahnt. So. So, einmal bitte Kamera drehen. Dankeschön. Ja, das ist natürlich sehr erfolgreich von mir abgeschlossen. Das ist sehr gut. Bin ja sehr begeistert. So. So, jetzt fahren wir schnell rum. Nummer 5. Wäre so ein Vorteil, wenn man irgendwie eine Beschleunigungsteste hätte. Aber diese Warterei, die ist ja doch ein bisschen scheiße. Aber naja. So, Nummer 7 und Nummer 8. So, ich glaube, das hier mit den 100 Münzen, das war sogar so eins von den Leveln, wo man wirklich nur so 100... 5 Münzen zur Verfügung hat. Aber ich weiß es jetzt nicht genau. So, damit hätten wir das jetzt auch erledigt. Und ich bin jetzt auch erledigt. Mache jetzt einen kleinen Schnitt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder da dabei, wenn es heißt Let's Play Super Mario 64. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!